Das Denkmal hier ist der nicht. Also ich glaube hier in dem Zimmer ist er auch nicht. Dann würde ich sagen, komm, wir gehen jetzt erstmal unten gucken und dann zum Schluss dich angucken. Ich glaube, jetzt ist er auf dem Weg, oder? Ich glaube jetzt so langsam. Er ist auf dem Weg hier unten, oder? Ich bin mein, der hat im Wohnzimmer und in der Küche. Hat er schon gesucht oder im Wohnzimmer sucht er noch, wie auch immer. Ja gut, Leute. Ich melde mich dann gleich wieder oder so. So, ja. Gehen wir runter, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt mal hier in diesem Badezimmer, was hier unten ist. Ich denke, ich hätte dich auch dort eingeschoben, oder denke ich? Ich werde da nicht suchen, aber. Nee, Julia, da hast du falsch gedacht. Natürlich, ich suche jetzt überall nach dir, weil ich mich an dir flächen, weil du mir die Haare pink gefärbt hast. Ah, okay. Ist der hier? Ah, Mann, du musst doch irgendwo hier sein, oder? Komm mal her, bitte. Oder, nee, ich glaube, toll, ja, aber der Arzt muss ja auch nicht. Toll, so ein bisschen auf. Leute, jetzt ist er auf dem Weg zum Keller. Ich bin nicht am Arsch, Leute, ich bin jetzt sowas von geliefert. Oh mein Gott, Leute, was machen wir jetzt? Ach du Scheiße, meine. Ich glaube wirklich, oder? Ich glaube. Hallo? Ja, hallo, sehr, ich hatte dich jetzt hier von Nebio, der hat jetzt einfach meine Haare pink gefärbt. Ja, könntest du mal gleich hier vorbeikommen, also zu Nebio? Ja, du bist in einer halben Stunde da. Ja, okay. Ja gut, machen wir so. Ich gehe dann jetzt zum Friseur und muss die pinke Farbe aus meinen Haaren rauskriegen. Ja, okay. Dann, du kommst dann gleich zu mir. Ja, ich gehe dann jetzt zum Friseur, okay? Ja, okay, gut. Machen wir so. Okay, ja. Gut. Okay. Ja, das ist ja kurz. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Jetzt nicht los. Okay? Ich soll jetzt auf Wiederhören. Leute, dass ich in diesem Raum eingesperrt, Leute, ich krieg die Tür einfach nicht auf. Ich weiß nicht, was soll ich machen, wenn ich die versuchen aufzuziehen und ich jetzt komme mit 100% sagen, ich versuch's nur. Okay, ich geh jetzt auf, die geht auf, mal kurz zurück. Okay, auf. Okay, Leute, jetzt. Nix. Okay, Leute, sagen. Oh Gott, jetzt, Leute, jetzt so die Tür, wenn ich endlich auf ist. Ich kann mir keinen Krass, aber ich weiß, ob die Leute jetzt endlich nicht frei rein. Leute, wir sind jetzt endlich wieder im Zimmer, Leute, das war ja letzte, oder? Letzte Folge war ich im Keller, weil ich mich ja vor diesem roten Messer mit dem pinken Haaren verstecken wollte. Und jetzt gerade eben bin ich einfach nicht mehr rausgekommen. Ihr habt es gesehen, aber Leute, jetzt. Okay, ich bin jetzt hier endlich in dem Zimmer angekommen. Ich muss es jetzt ja nicht mehr verstecken. Da hat mich jetzt ja gesehen, Leute, ich bin jetzt nur schnell abgehauen. Der müsste jetzt noch im Keller sein. Der macht irgendwas, keine Ahnung. Der hat irgendwie telefoniert oder so. Habt ihr gehört, der telefoniert mit irgendwem, aber. Mit wem? Oder hat er mit seinem Chef telefoniert? Also hat er mit dem Frontman irgendwie telefoniert? Na Mann, Leute, mit dem Ding. Echt, mit wem könnte der telefoniert haben? Also wahrscheinlich mit dem Freund oder keine Ahnung, mit irgendeinem anderen roten Nester, also mit irgendeinem Kollegen. Oh Mann, echt, merkwürdig. Mit wem hat er telefoniert? Oder Leute, wenn ihr Vermutungen habt, Leute, dann wisst ihr, ihr könnt diese gerne in die Kommentare schreiben. Aber Leute, jetzt muss ich mich erst gar nicht kaputt von dieser Versteckspielerei, Leute. Ich mach erstmal eine Pause. Also Leute, ich will jetzt erstmal so eine kleine Pause machen. Und ja, ansonsten. Ich melde mich dann gleich wieder bei euch. Leute, habt ihr das auch gerade gehört? Da waren doch gerade so komische Geräusche, irgendwelche so Heulengeräusche, was auch immer für Geräusche. Leute, soll ich mal gucken gehen? Leute, ich sollte mal gucken gehen, was das. Was war das? Oder war das Gucci? Oder ich glaube nicht, dass Gucci sich so an der. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster, da hat irgendein Hund gebellt. Ich weiß es gerade irgendwie nicht. Ich dachte, vielleicht ist auch wirklich irgendein Hund gebellt oder was, keine Ahnung. Also was auch immer. Oder weiß ich. Ja, wahrscheinlich war es wirklich irgendein der Hund draußen, oder? Also schon wieder diese Geräusche. Okay, also das wird jetzt langsam echt komisch. Das wird sehr, sehr komisch jetzt. Leute, kam das von hier, Leute? Sollte ich vielleicht mal nachschauen? Oder die Leute immer wenn irgendwelche Geräusche kamen und ich die Tür aufgemacht habe, um nachzuschauen, dann immer dann ist denn irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, Leute, diesmal habe ich einfach nicht nachgesehen. Ich glaube, das Beste, was ich diesmal tun muss, also ich will es nicht tun, aber ich muss es wahrscheinlich tun, ist, diese Geräusche einfach zu ignorieren. Okay, Leute, ansonsten würde ich sagen, ich würde eigentlich die Folge fast schon beenden, würde ich sagen, weil ich glaube, dass ich mich jetzt nicht so in Gefahr bringe oder das Wort, das könnte auch, was ist das denn jetzt? Es könnte auch irgendeine Falle vom roten Wächter sein, das stimmt, dass der mich irgendwie in eine Falle lockt, dass der mich dann irgendwie entführen kann.
Leute, das wirkt nur gewiss, jetzt ganz klar, was ich mache. Ich ignoriere das jetzt einfach. Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge und peace out. Okay, das ist jetzt wirklich langsam komisch. Also, das ist bestimmt der rote Wessel, der mich in eine Falle locken will, oder? Weil, wirklich, das wird langsam hier sehr, sehr komisch. Das sind alles sehr komische Ausmaße an, Leute. Oh mein Gott, ein Werwolf! Okay, wir müssen hier dringend weg. Versteck dich am besten. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier in der Bett versteckt. Wirklich in Hoffnung, dass dieser Werwolf mich hier nicht findet. Weil, oh Gott, der darf mich hier auf gar keinen Fall finden. Dings hier unter. Leute, wenn der mich findet, der wird mich dann auffressen, sicherlich. Und ich frage mich, wer kommt die überhaupt? Warum ist der. Und wie ist der hier reingekommen? Ich habe doch alle Türen zugemacht, oder nicht? Es ist das Fenster eingebrochen, ich weiß es nicht, aber okay, Leute, ich merke gerade, ich muss flüstern. Nicht, dass er mich hier dann findet, er merkt, der schaut sich hier schon gerade hier richtig, richtig stark nach mir um. Wirklich nicht, dass der mich dann noch findet, dann gleich. Oh, Hilfe, Leute. Oh mein Gott, nein, ich muss ruhig sein. Oh, nein, ja gut, das Bett. Oh Gott, ich glaube, Leute, ich muss hier gleich raus. Okay, ich glaube, Leute, es ärgert, dass ich gerade will, mich hier nicht findet, okay? Oh Gott, Leute, wenn er wegguckt, dann muss ich abholen, Leute. Jetzt sucht er wieder draußen nach mir. Okay, jetzt kann ich vielleicht kurz ein bisschen lauter reden. Oh Gott, nein, er kommt wieder zurück. Hey Leute, hey, oh mein Gott, warum geht er nicht weg vom Bett? Kommen Sie, warum geht er nicht einfach hier weg? Hilfe! Oh nein, oh mein Gott. Mann, okay, jetzt komme ich hier gerade raus. Ich glaube, Leute, okay, es bringt das nichts. Ich werde jetzt einfach so, auch wenn der jetzt da dann lauert, würde ich einfach so rausgelaufen müssen. Okay, Leute, auf 3. 3, 2, 1 und go! Jetzt, er hat mich entdeckt, jetzt schnell raus, Leute! Oh nein, Leute, er hat uns gefunden, wir müssen nicht schnell weg. Ja, Leute, ich muss irgendwo verstecken, aber Leute, wo der Werwolf ist, darf ich auf gar keinen Fall finden. Ich habe jetzt die Zimmertür erstmal zugesperrt, weil wirklich so, dass der Werwolf mich jetzt halt erstmal nicht mehr finden kann. Leute, das ist doch der von Iwoki Game Master Fun, mit dem habe ich ja bei Iwoki Game Master Fun, also bei meinem zweiten Iwoki Game Master Fun ja auch mal eine Folge aufgenommen. Ja, so. Ja, also dieses Video wird an einem Freitag rauskommen, also vor fast 2 Wochen. Und Leute, morgen, also am Samstag wird wieder eine neue Folge rauskommen. Ich weiß, letzte Woche kam keine, weil ich ja vergessen habe, das dann auch ab Freitagsabends aufzunehmen. Aber Leute, am Samstag wird wieder eine richtig krasse Folge kommen. Leute, wenn ich sage krass, dann meine ich krass. Es war einfach wieder der Horror pur gewesen. Also wieder so eine Challenge, so eine Horror-Challenge halt. Leute, okay, ich würde sagen, da, wo er mich gar nicht vermuten wird, ist im Kleiderschrank. Ich glaube, da hat noch nicht mal der rote Wächter gesucht. Deswegen, ich versuche mich jetzt hier im Kleiderschrank zu quetschen, Leute. Weil da wird mich dieser komische Werwolf für diesen. Weil da, Leute, wird mich dieser komische Werwolf auf gar keinen Fall finden. Ich versuche vielleicht die Kamera irgendwie so zu positionieren. Ich muss gerade überlegen, auch ob das klappt mit dem Kleiderschrank. Leute, ja, ich kann mich einfach so da unten so hinlegen. Ja, Leute, oh mein Gott, das geht wirklich. Ich kann mich wirklich da unten hinlegen. Oh mein Gott, Leute, das ist genial. Das ist die geniale Idee. Ja, das mache ich jetzt. Falls dann der Werwolf irgendwann rauskommt, bestimmt wird die Tür irgendwie kaputt machen. Auf jeden Fall
Mein Gott, nach diesem Jawohl-Flug, das werde ich auf jeden Fall eine neue Tür brauchen. Ich weiß, ihr seht mich jetzt nicht, aber ihr seht mich ja so ein bisschen. Und ich kann die Kamera, wenn ich jetzt so zurecht mache, kann ich die Kamera hier ablegen. Mein Gott, Leute, ich könnte auch hier schlafen. Leute, ich könnte auch mal machen, so 24 Stunden im Kleiderschrank leben oder mal, ich könnte auch mal so eine Challenge machen, im Kleiderschrank übernachten. Stimmt, das könnte ich auch bei Ayurveda Game Master Fun machen. Das ja. Ja, jetzt erstmal für diesen Samstag habe ich jetzt ja schon so eine andere Challenge für Ayurveda Game Master Fun geplant. Das kann ich nächste Woche bei Ayurveda Game Master Fun mal machen, Leute, oder was? Haltet ihr von Date? Ja, ansonsten wirklich. So, wenn ich mich jetzt so zurücklehne, eigentlich ganz gemütlich. Ich mache mal die Tür nochmal kurz auf und sehe mich nochmal so ein bisschen besser. Und wirklich, hier hätte ich mich schon verstecken müssen, als der rote Wächter mich gesucht hat und an mir rachen wollte. Hey, Mann, echt, Mann, manchmal bin ich ein Genie, aber manchmal bin ich auch ein richtiger Dummkopf. Warum mir das nicht eingefallen ist, hey Leute, wirklich, ich habe keinen Plan. Ich denke auch mal wirklich, dass wenn ihr mich in der sucht, ihr werdet niemals drauf kommen, Leute. Deswegen, Leute, ich würde sagen, ich sollte auch ein bisschen ruhiger sein oder ihr solltet vielleicht nicht allzu viel reden, weil dann findet er mich wirklich noch hier irgendwann, Leute. Und wenn nicht, also, okay, Leute, da. Okay, wenn ihr dann erstmal die. Ihr solltet auch nicht so viel über Kleiderschrank reden, weil dann weißt ihr dann ja, dass ich hier bin. Aber okay, dann würde ich sagen. Vielleicht beende ich auch an der Stelle irgendwie die Folge und dann. Dann teile ich euch in der nächsten Folge Neuigkeiten mit. Ich glaube, der Werwolf ist langsam dabei, die Tür aufzubrechen, oder? Hat die Tür gerade aufgebrochen? Ich kann jetzt auch nicht nachsehen gehen, aber. Leute, der Werwolf ist wirklich gerade dabei, die Tür aufzubrechen. Leute, was mache ich jetzt? Ich sage, okay. Hey Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt die Tür zu und dann verstecke ich mich. Leute, ich würde sagen, okay, ich beende jetzt die Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge und peace out.